Hallo, willkommen beim Eistee. Wir sind auf dem Weg in das große böse Lager da vorne. Unser erstes Lager in Pinkeisgebiet. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ich sehe schon die Molotow-Schleudern. Die Frage, was da noch alles steckt. Zustand. War's das schon? Harpune Stufe 6 benötigt. Wow. Massives Tor. Kann ich da trotzdem? Ich probier's mal mit ein bisschen. Okay, das Tor. Das interessiert sich überhaupt nicht für uns. Können wir das upgraden? Warte mal. Pause, Werkstatt. Harpune. Harpune Stufe 6. Die hätten wir gerne. So. Wenn wir gerade hier am Upgraden sind, schauen wir noch den Rest an. Hier ist Maximum, hier ist Maximum. V8 haben wir leider noch nicht. Auspuff. Ja, ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit, aber das, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Da können wir dann direkt ein höheres kaufen. Reifen. Das können wir auch direkt. Ödland-Mission. Super Slicks. Dünenschalen. Aha, warte mal, hier gibt es ja verschiedene Dinge, das habe ich gar nicht geschnallt. Diese Sohlen, wenigstens ein Profil. Jetzt haben wir einfach die Doppelrillen für die, was für Dünen und die Straße. Sie beherrschen beides, aber nicht besonders gut. Spitzenleistung ist nicht gerade ihre Stärke. Diese Rollerchen greifen gut im Sand, sind aber nicht wirklich für richtige Straßen. Dünenschalen im Sand getauft. Ich ändere hier, glaube ich, noch nichts. Aufhängung. Ich glaube, viel mehr können wir sowieso nicht mehr machen da. Haben wir Nitro, ein besseres? Booster? Nee. Ja komm, dann lassen wir das hocken. Reißen wir erstmal das Tor hier rein. Was für ein massives Bauwerk. So. Da wären wir, meine Lieben. Wir sind hier im Felsspalt. Eins von 12, wow. 12 hört sich noch viel an. Es ist schon wieder dunkel. Ich mag das nicht, wenn es dunkel ist. Weiß ich nicht, sind wir jetzt bei einem Seiteneingang vielleicht? Hätten wir von woanders kommen müssen eigentlich? Ja. Was müssen wir denn eigentlich machen? Ist das ein... Ach, die Ölpumpe, ist das okay. Vier Insignien gibt es auch noch. Die werden wir wieder suchen müssen, wahrscheinlich. Oh. Oi, ey, ey. Ey. Ja, wir sind schon im Blutmodus. Die scheiß Flieger hier.
Was läuft denn mit denen? Noch ein Flieger. Würde ich gerne gleich alle miteinander um. Jetzt aber. Schnauze hier. Okay, hier können wir nicht durch. Gibt's hier kein Schrott, kein Nix? Keine Insigne? Echt jetzt? Ein bisschen Munition haben sie hier, aber das wär's auch schon. Die Munition, die spare ich noch. Vielleicht brauchen wir die später. Hier gibt's echt nichts. Oder übersehe ich irgendwo was? Nö. Hm, okay. Futter brauchen wir auch nicht zwingend. Mal schauen, was hier drin ist. Ich sehe halt auch nirgends, ich sehe überhaupt sowieso gar nichts. Da ist mal eine Insigne. Aber so... Ob das wirklich die erste ist? Kann es mir fast nicht vorstellen. Kann ich das nicht irgendwie... Nee. Die hier? Okay. Können wir die Tanks? Aha! So sieht's aus. Wow! Okay, allerdings, wahrscheinlich hätten wir hier die Tanks in die Luft jagen müssen, um hier rüber zu kommen, um näher an die Insigne zu kommen, wie auch immer. Uah, ah! Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich eigentlich machen wollte. Auf jeden Fall nicht da Kopfsprung runter zu machen. Puh. Ja, ja. Ich glaube, ich bin. Hier. Ja, jetzt kommen die wieder alle. Oder? Diese scheiß Flugzeuge hier. Das ist voll strange. Da ist noch einer. Wie soll man die denn? Okay, der nächste Flieger, komm her. Die sind schon strange, oder? Die Menschen. Also die sind echt sehr speziell. Ja, aber nichtsdestotrotz, von hier kamen die sowieso, da kamen die runter und dann gingen wir hier vorne durch die aufgetretene Türe. Da waren wir schon und dann gingen wir ja hier runter. Oder? Ja, da geht's eh nirgends durch. Und dann war ja dieses Öl. Nee, nicht Öl. Unsere Insigne, die war hier drüben. Aber die ist jetzt eh schon weg. Wenigstens die müssen wir nicht wiederholen. So, neuer Versuch. Ich möchte die Seilrutsche verwenden. Und nicht runterspringen. Oh, shit. Komm ich an den ran? Aha. Okay, hier können wir nicht durch. Auf jeden Fall, da ist eine Insigne dann. Da oben ist auch eine, oder? Kann ich da hoch? Nee. Okay. Ach, da ist noch eine. Kann ich hier hoch? Ja.
Der Messertypen. Okay, da brauchen wir das Brecheisen nachher. Ich glaube, ich gehe erst hier durch, wo ich kein Brecheisen brauche, weil dann kann ich nachher einfacher sehen, wo war ich schon und wo noch nicht. Ja. Okay, das ist ein Labyrinth hier. Ei, ei, ei. Ich hoffe, wir übersehen nicht allzu viel. Nachher nochmal da durchirren. Nummer 2, hier ist der Grill. Futter? Brauchen wir Futter? Nein, brauchen wir nicht. Ich glaube, dann treten wir das Ding hier doch ein. Weil da drin ist Schrott und wahrscheinlich kommen wir hier auch an die Insignien ran. So, hier ist das und auf die andere Seite. Hier drin war nichts, oder? Nicht, dass ich da was, nee, was übersehe. Ich merke gerade, ich sollte nicht alle meine Munition verballern. Okay, Schrott ist hier nichts mehr. Was ist hier hinten? Vielleicht da unten was versteckt. So, gerade gedacht. Vielleicht da unten was versteckt noch. Okay. Alles klar. Ja, weiter Richtung Ölpumpe. Mal schauen, was da vorne auf uns wartet. Das sieht auf jeden Fall immer noch relativ groß aus da vorne. Was auch immer da noch alles kommt. Geil wäre, wenn ich irgendwie ins Öl reinschießen könnte und dann alles in die Luft fliegt hier. Bonus Donnerstecherladung. Nett. Die Ölpumpe ist da vorne. Langsam macht es auch Sinn, dass wir alles... dass wir die Waffendinger geskillt haben, dass wir mehr Munition kriegen. Ist da unten noch etwas? Was ist da hinten? Ach, von da kamen wir. Okay. Gut. Ich habe hier null Orientierung. Ja, okay. Hast du mich jetzt geschlagen? Ja. Messer hätte ich zwar übrig, wenn er mich doch mal fangen will. Ja, fang mich. Ja. Besser. Ja. Irgendwie bin ich gerade ziemlich schlecht im Parieren, wollte ich sagen. In dem Moment, wo ich eine perfekte Parade kriege. Töte 120. Straßenkrieger. Da oben ist die Insigne. Wahrscheinlich werde ich hier rein müssen, um da allständig hinkommen zu können. Genau, das Leiterchen hoch. Vielleicht ist noch irgendwo ein bisschen Schrott versteckt, wer weiß. Ich hätte wahrscheinlich auch von außen mit der Schrottflinte einfach hochballern können, aber... Wir wollen ja nichts übersehen hier. Okay, hier hinten ist alles gut. Die Ölpumpe kann jetzt noch warten. Mal schauen, was hier ist. Ein Schrottteilchen. 9.
fehlen aber immer noch zwei. Und in Siechner fehlen uns auch noch eine Tonne. So, 11. Ah, ein Relikt. Hier hat es auf jeden Fall ganz viele Kanister. Die sind für die Ölpumpe, nehme ich einmal an. Ja. Werf mal einfach das darüber, mal schauen, was passiert. Passiert nicht wirklich was. Dann gehen wir so rüber. Aufklettern. Muss mich nachher aber trotzdem noch umschauen hier, weil irgendwo muss da noch die das ganze Zeug sein. Bam. Steinfeste wäre erledigt. Bam. Ach, die Insignien haben wir. Wir brauchen nur noch ein Schrottteilchen. Ich dachte, wir haben noch so viele Insignien offen. Hier kann ich sowieso nicht lang, ich muss eh in diese Richtung. Okay, wo waren wir noch nicht? Da oben waren wir, von da kamen wir. Den da hinten haben wir. Es ist wahrscheinlich irgendwo ganz mies versteckt, dass wir es noch nicht gefunden haben bis jetzt. Das hier sieht halt echt so groß aus und ich laufe hier zur Sicherheit einfach nochmal ganz kurz durch, weil nicht, dass wir jetzt so langsam nach oben zurücklaufen, das Ding suchen, dann doch nichts finden und dann, oh Mist, wir müssen nochmal hierher laufen. Dann laufe ich lieber jetzt einmal schnell hier durch, aber es scheint echt so, als ob hier nichts mehr wäre. Gut. Okay, hier hinten. Da oben war nur die Insigne, ja? Vielleicht. Wir haben doch hier nichts übersehen, oder? Da ist nichts. Dahinter war nichts, da habe ich schon geschaut. Hier war die Insigne und da ist sonst auch nichts. Nee. Okay, definitiv nicht. Dann weiter zurück. Es könnte natürlich auch einfach irgendwo hier rumliegen, in dem ganzen Öl. Wobei, die würden wir schon sehen, oder? Ich denke schon. Auf der Seite war ich noch nicht so, glaube ich. Da drüben waren wir schon, hier. Wo bist du versteckt, liebes Teilchen? Hier geht's nach. Hier komme ich eh nicht nach oben, ich muss da außen rum. Also aber jetzt alles der Weg, wo wir kamen. Da bin ich nicht sicher, ob wir schon waren. Ich glaube zwar schon. Ach, da, von hier oben, da kamen wir weiter. Wir kamen einfach hier. Das ist alles klar. Aber wo ist denn das eine Teilchen noch? Da hinten war ich schon, da war eins. Hier ist noch der Grill. Da oben war ja, glaube ich, eine Insigne, aber von Schrott habe ich nichts gesehen.
Es ist schon ein bisschen mies. Da unten waren wir schon, da hinten. Aber genau so eins kann ich mir nochmal vorstellen, irgendwo. Irgendwo ganz gemein versteckt. In irgendeiner dunklen Ecke, wo man es nicht sieht. Ach, jetzt bin ich an die falsche Seite gelaufen. Vor allem, wie kommen wir eigentlich wieder nach oben? Nach außen, weil wir sind ja hier runtergeslidet mit der Seilrutsche, aber wie wir jetzt wieder nach oben kommen? Hm. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen versteckten Ausgang, den wir suchen müssen und dass dann das Schrottteilchen beim Ausgang ist? Ne, oder? Aber im Ernst jetzt, wie kommen wir hier raus? Weil mit der Seilrutsche da kamen wir runter. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht raus. Da müsst ihr nochmal hinfahren von einer anderen Seite. Dass wir hier nirgends drüber hüpfen können. Es ist schon ein bisschen behindert. Ich gehe nochmal zur Ölpumpe kurz, aber nicht um nach Schrott zu suchen. Ich laufe jetzt eher schnell dadurch, aber ich überlege mir, ob da hinten irgendwo ein Ausgang ist. Hier ist ja nichts, es ist nur dieser Zwischengang, der Durchgang, aber vielleicht irgendwo eine Tür oder so, ein Ausgang, irgendein Spalt, Schlitz. Hier ist nichts. Da ist auch nur die Ölpumpe. Kann ich irgendwo hoch oder so? Ne. Im Ernst? Ich meine, ich weiß schon, wir können hier raus, schnell reisen und easy weg, aber. Auch hier war mal die Ölpumpe. Ja, und jetzt ist hier auch das Schrottteilchen. Ah. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Und hier ist ein Lift nach oben. Der Witz ist, vorher, wo hier alles eingestürzt ist, wegen dieser Ölpumpe, da war irgend so ein riesen Brett da davor und da haben wir das hier nicht gesehen. Deshalb kamen wir da nicht hoch. So, jetzt easy. Genieß die Fahrt. Die Fahrt nach oben. Raus aus dem dunklen Keller hier. Okay, da wären wir. Ja. Aha, ja. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da hinter uns wäre ja noch die eine Insigne gewesen. Jetzt nur raus hier aus dem Loch. Da sind auch schon unsere Jungs fleißig am Arbeiten. Fleißig am Schrott sammeln für uns. Jo, das war's. Nee, wir haben nichts gefunden. Genau, zu Ballon wollte ich eigentlich noch gehen. Um ein bisschen mehr aufzudecken. Ja. Warte mal, Richtung Ballon. 520 Schrott kriegen wir schon. Fette Sache hier. Look at that ugly thing! Hear that?
Wir müssen hier noch. Was sind die drei Flugzeuge hier? So. Ganz viele Flugzeuge, aber alles easy. Ein Schrott. Futter braucht noch nicht. Und hier ist das andere. Okay. Ich finde das irgendwie so lustig, ja, wenn irgendwo mein Auto einfach so rumsteht, dann interessieren die sich überhaupt nicht dafür. Weil langsam, die Karre sieht schon geil aus. Man könnte ja anhalten und irgendwie versuchen, das zu klauen. Minenfeld haben wir auch schon gefunden. Sehr schön. Beide Minenfelder entdeckt, das ist nämlich auch immer so eine Sache. Am Ende, wenn wir da noch irgendwelche Minenfelder aufdecken müssen. So. Wir müssen leider kurz warten, bis die Haken aufgeladen sind. Wo ist das denn gemacht? Muss ich wahrscheinlich von innen ran irgendwie. Kann ich bestimmt auch aber mit der Schrotflinte drauf schießen. Da kann ich reinfahren? Ah genau, kommt hier. Kommt ruhig raus nochmal. Komm, put, komm, nochmal. Da erspare ich mir die Arbeit, mit denen zu kämpfen. Okay, das letzte Ding ist... Wo ist denn das angemacht? Relikt. Ein bisschen Munition. Leider keine Bonus. Bonusmunition hier. Schrott und so gibt es hier aber auch noch, oder? Wir haben jetzt nur ein Relikt gefunden. Wo ist denn der versteckt? Außen ist er nicht. Hm. Da habe ich falsch geschaut. Gibt es hier gar nichts? Ja doch, hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Ding hier betanken müssen. Es ist nur so ein Gefühl, aber wer weiß. Weil dann müsste man ja noch den Generator, ja genau, den Generator suchen unter uns. Aber nichtsdestotrotz, mir fehlt noch ein Schrottteilchen. Ich nehme gerade mal das Gewehr ausrüsten. Nein, ich will nicht das Gewehr. Haben wir keinen Tank dabei? Oh shit. Wir haben gar keinen Tank dabei. Kann ich nur hoffen, dass wir irgendwo noch einen sehen. Es gibt hier auch noch ein Schrottteilchen. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Schrottteilchen und ein Tank an einem Ort versteckt. Nur wo? So viele Verstecke gibt es ja nicht mehr. Sehr seltsam. Im Ernst, wo ist denn das andere Ding?
Hier ist nur Hundefutter. Ach, da ist der Schrott. Okay, Suchbereich hätten wir. Aber das Problem ist trotzdem, ich kann hier den Ballon nicht betanken ohne Benzinkanister. Ja, wo kriegen wir den nun her? Wenn wir Glück haben, steht hier in dem Lager einer rum. Aber ich glaube, wir schauen das in der nächsten Folge an dann. Die Folge geht noch nicht so lange, oder? Oder doch? Weiß gar nicht. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen, richtig. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt erst 15 Minuten aufnehmen oder schon irgendwie 45 Minuten. Ich tue es mal unterbrechen. Vielleicht gibt es eine Verlängerung gleich, aber mal schauen. Bis dann, euer Eiste. Ciao, ciao.